Willkommen in Trier! Willkommen in Trier! Hallöchen! Hallo! Ja, heute machen wir wieder einen Kurztrip mit Nas und mir. Wo geht's hin, mein Schatz? Und? Ja? Unser Mach-E. Unsere Mach-E natürlich. Hallo? Wir sind hier zu dritt, nicht vergessen. Genau, wir sind hier zu dritt. Wir sind eine Familie. Ja, Aschkem. Wir fahren heute nach Trier. Wir fahren nach Trier, ihr Lieben, denn Trier soll wunderschön sein. Vor allen Dingen bin ich gespannt, da waren wir noch nicht, ne? Bin ich gespannt auf das Porta Nigra, das Wahrzeichen, der Wahrzeichen der Stadt, nicht? Mhm. Und ja, Trier, also da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Und für alle diejenigen unter euch, die noch nicht da waren, dranbleiben, das wird bestimmt wieder mal sehr interessant, oder? Wir hoffen, dass das Wetter so bleibt. Oh, das Wetter, Moment. Also, was die sagt das Wetter? Die machen uns Angst. Also, ein paar Wolken sind schon da, ja. Aber, egal. Das war kein Grund, zu Hause zu bleiben. Richtig. Wir nutzen jede Zeit aus. Das Leben ist viel zu kurz. Ihr Lieben, wir geben das jetzt zusammen im Navi ein. Was sagt denn unser Pony? Also, wir haben 38% im Akku, eine Reichweite von 140 Kilometern. Also wir sind total spontan, ganz ehrlich, ungelogen. Ich habe zu Hause nicht einmal in irgendeine App reingeschaut, wo ich laden kann. Ah, Reichweitensorgen, das sind jetzt fast 200 Kilometer, wie kommen wir dahin? Habe ich das gemacht oder habe ich nicht? Habe ich nicht gemacht. Warum? Weil unter anderem natürlich der Mach-E, der hat so einen geilen Navigationssystem, wirklich. Also Leute, wir geben das mal zusammen jetzt ein, Zieleingabe, dann Suchbegriff Trier. Na, ah, Trier. Hat er schon gefunden. Seht ihr? Dann drücken wir drauf. So. Er berechnet uns jetzt zwei Möglichkeiten. Wir nehmen natürlich immer die kürzeste und die schnellste Strecke. Also drücken wir auf Los. Ja. Ladestation wird schon hinzugefügt. Ist schon hinzugefügt. Wir müssen gesamte Reisedauer 2 Stunden, Ankunftszeit 3 Uhr nachmittags und einmal laden. Ja, wo müssen wir denn laden? 20 Minuten Sommer laden, sagt er. Bei Ionity Brohltal West. Wir verlassen uns total auf das Auto. Das sind von hier aus 76 Kilometer, ja, und dauert 48 Minuten laut Auto, bis wir da ankommen und sollen 20 Minuten bis 43% laden, damit wir in Trier mit 16% ankommen. Das ist mir aber zu wenig. Wir werden dann unterwegs im Auto dann nachschauen, ob er uns in Trier irgendwo noch ein paar Ladesäulen finden kann. Ne? Ja. Werden wir mal ausprobieren, habe ich noch nicht gemacht. Aber wir werden bei Ionity etwas mehr laden. Ja. Ne? Das wird uns dann vielleicht 10 Minuten mehr kosten, genau. Damit wir sicherheitshalber in Trier vielleicht mit 25% ankommen. Wir gehen natürlich davon aus, dass alles auch klappt. Ne? Natürlich wir klappt das. Werden wir das klappt. Sehen, so. Hör mal, ich reiß die Säulen auseinander. nein, Spaß. Also kann losgehen. Wunderbar. Sie sind am Ziel, Ionity, Brohltal West. Da-da-da-da. Willkommen bei Ionity. So, Nas macht heute die Ladung. Übrigens, Leute, ganz kurz, Fortpass. Eine Erklärung zu Fortpass. Wenn du dir einen Mustang Mach-E bestellst, dann kriegst du Zugang mit diesem Fortpass für 150.000 Ladestationen europaweit und du darfst bei Ionity ein Jahr lang für 30 Cent die Kilowattstunde laden oder 31 Cent. Schlag mich jetzt nicht tot wegen 1 oder 2 Cent. So, Nas hat jetzt einen kleinen Fehler gemacht, ihr Lieben. Und zwar, wer mit der App bezahlt, aktiviert zuerst die Säule per App. Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Aber wenn ihr eine Karte dabei habt, müsst ihr immer bei Ionity erst das Auto anstecken und danach die RFID-Karte dranhalten. Also machen wir das jetzt, mein Schatz. Erst Auto anstecken. Genau. Warte, lass mal locker. Lass los. Und jetzt halt die Karte dran. Yep, akzeptiert. Es klickt, es klackt. Klickt es, klackt es? Yep. Ich halte mal das Kabel leicht hoch hier. Aber ja. Wir sind jetzt Kommunikation mit dem Fahrzeug. Genau. Ich halte das Kabel jetzt hier leicht hoch, damit die Kommunikation nicht abbricht. Bei Ionity haben wir gelernt, dass man das unbedingt machen muss. Yep. Fängt an zu laden? Okay, wenn er anfängt zu laden, könnt jetzt loslassen. Dann kann ich das jetzt loslassen. Also, das ist total doof gemacht bei Ionity, ihr Lieben. Wenn ihr das Auto ansteckt,
dann müsst ihr das Kabel hier unten leicht anheben, damit die Kontakte sich hier treffen. Das ist ein fehlerhaftes System, was meistens bei Ionity eintritt. Aber wie schnell lädt denn unser Mach-E jetzt? Schaut mal, wir kriegen 158 kW bei 18%. Ja, ihr Lieben, schaut mal, wir haben ein niederländisches Paar hier mit einem Anhänger. So, Problem an der Ladesäule mit einem Anhänger. Du musst immer dran bedenken, wo ist deine Ladeklappe? Hinten, vorne, rechts, links. Aber zum Glück haben wir hier bei Ionity eine Ladesäule, die dafür gemacht ist. Hier, schaut mal. Ich habe ihn nämlich darauf aufmerksam gemacht. Er wollte zuerst da vorne laden und ist vorwärts rangefahren. Natürlich würde das Kabel niemals da ausreichen. Hi, grüß dich, wie ist dein Name? Roland. Guten Tag, Roland. Guten Tag. Ich bin der Tarek aus Köln. Ich habe einen YouTube-Kanal, ich mache Videos über Elektromobilität. Oh. Wie lange hast du den ID4 schon? Seit Januar. Seit Januar. Und bist du zufrieden? Oh, super. Tolles Auto. Super. Und Sie? Hallo, junge Frau? Was halten Sie davon, von dem Auto? Ganz gut. Ja. Gut, ne? Ja. Macht Spaß, Elektromobilität, ja, oder? Ja. 70 Kilometer mit Reich. Wahnsinn, 370 Kilometer mit Anhänger Reichweite. Cool. Ja. Das ist echt cool. Ja. Noch ein Gruß an alle, die sich ein ID4 bestellt haben. Tolles Auto, Leute. Macht ihr nichts mit falsch. Jetzt muss nur noch Ionity funktionieren hier. Ja, das denke ich. Bitte warten, bitte warten. Ja, bitte warten, das ist völlig normal. Jetzt geht's los. Also, 34% hat der ID4 im Akku drin. Er kann ja 125 kW ziehen normalerweise. Ja. Ich schätze mal, er kommt auf 99 oder 100. Na komm. Ich schau mal. Ich bin froh, dass ich in einem Mal... Genau. Gute 106 kW. Also, der ID4 zieht bei 34% 105 kW. Das ist gut. Ja, und dann kann die Reise für euch dann weitergehen. Ja, meine Lieben, 50% im Akku und wir beenden das Spiel jetzt. Einmal Stopp gedrückt. Also, ihr Lieben, um euch das Navigationssystem vom Mach-E nochmal zu demonstrieren, wie gut er läuft und funktioniert. Wir suchen uns jetzt in Trier eine Ladestation und ich zeige euch, wie das am schnellsten geht mit dem Mach-E. Denn so wie Nass fährt gerade, ja, werden wir wahrscheinlich mit 5% da ankommen oder so. Der nervt mich die ganze Zeit und ich wurde ermahnt, nicht schneller zu fahren. Ich habe dich ermahnt, langsamer zu fahren, um Energie zu sparen. Aber, ihr Lieben, wir fahren jetzt Richtung Trier und wir möchten uns dort eine Ladesäule suchen. Also gehen wir hier auf Suche. Dann kann man hier, gibt es ein Zeichen, aktuelle Position, am Zielort suchen oder während der Route suchen. Wir suchen am Zielort. Was suchen wir? Wir können uns hier was aussuchen. Ford-Händler, Parken, Stromtankstellen. Da drücken wir jetzt drauf. Und er sucht uns jetzt Stromtankstellen. Ich weiß, das ist eine blöde Bezeichnung. In Trier aus. So, er hat uns jetzt auch einige gefunden und fängt hier am nächsten an, der im Zentrum gelegen ist. Aber, ihr Lieben, wir werden die Säule nicht anfahren, weil, wenn wir jetzt da drauf tippen und uns die Infos holen für die Ladestation, dann sehen wir, also, er ist im Ford-Netzwerk drin, ja, Plug and Charge ist nicht, Schnellladung auch nicht. Das ist ein Typ-2-Stecker, der nur 7 kW abgeben kann. 4 von 6 sind verfügbar. Zahlung, Leute. Wir sollen da pro Kilowattstunde 52 Cent zahlen. Das mache ich natürlich nicht. Denn dann suche ich mir eine andere App aus, wo ich 39 Cent dann dafür bezahle. Okay? Höchstwahrscheinlich werde ich dann bei MBW gucken. Deswegen löschen wir die Route. Und suchen uns was anderes aus. Von der App, der mit der ich dann günstiger laden kann. Also Ford Pass ist nicht immer am günstigsten. Ford Pass ist zuverlässig, er arbeitet zuverlässig, aber 52 Cent für eine AC-Ladung über die Ford Pass zu bezahlen, da habe ich keinen Bock drauf. Ionity ist im ersten Jahr für 30 oder 31 Cent, das ist super, das nutzen wir auch aus. Alles andere mache ich mit den Apps, mit NBW oder Shell Recharge oder Maingau oder EVGO. Je nachdem, werde ich mir jetzt aussuchen. Eine mit 11 kW übrigens. Und dann können wir das schön laden. Also, ich habe jetzt bei der MBW-App nachgeschaut. Wir haben einige freie Ladesäulen. Ja, das sind AC-Ladesäulen übrigens. In Trier Zentrum.
Ich habe mir jetzt den hier ausgesucht. Und zwar ist das hier der Feldstraße 28 in Trier. In 100 Metern links abbiegen in die Südallee. Ja, ihr Lieben, und Problem Nummer 1, was ich super scheiße finde, denn in der NBW-App haben wir uns eine Ladesäule ausgesucht, Feldstraße 28. Da sind wir hingefahren, Aschkim. Feldstraße 28 war ein Parkplatz, oder? Genau. Aber? Es gab keine Ladesäule. Es gab also, keine Ladesäule. Ich habe überall geguckt und es war sehr eng, deswegen, ich habe auch keine Lust mehr auf das Ganze. Ja, sie wollte deswegen die Felgen nicht zerkratzen. Ich habe das Steuer übernommen. Ist ja nicht schlimm, aber keine Ladestation. Ja. So, und deswegen habe ich mir jetzt im Auto eine andere Ladesäule hier ausgesucht in der Nähe und da lassen wir uns mal hin navigieren. Ja, und da ist er auch. Hier sind zweimal 22 kW Säulen von den Stadtwerken und das hat unser schöner Mach-E hier gefunden. Wo geht's jetzt hin? Wir laufen jetzt erstmal Richtung Römerbrücke, ihr Lieben. Die Römerbrücke müsst ihr unbedingt sehen. Das ist die älteste Brücke Deutschlands. Ja. Ne? Und wünscht uns bitte Glück, dass es nicht regnet. So, Nas, erzähl mal, wo sind wir denn heute? Wir sind in Trier an der Römerbrücke. Tatsächlich ist das die älteste Brücke Deutschlands vom 2. Jahrhundert. Also ja. Wahnsinn. Man sieht es ihm aber auch an, dass er öfters renoviert worden ist. Ich muss sagen, oben die Geländer gefällt mir überhaupt nicht. Das ist der Brücke nicht würdig. Ja. Das hätte man viel schöner und viel origineller wieder renovieren können. Wir haben ja in Freiburg gesehen, ne? Wir waren ja ganz kurz in der Freiburger Altstadt. Und Freiburg wurde ja im Zweiten Weltkrieg auch total zerstört, bombardiert. Aber da haben die alles wieder originalgetreu nachgebaut. Ja. Und das finde ich so klasse, Mann. Hätten die hier ruhig auch machen können. Aber schade. Trotzdem hat es was. Dennoch ist sie so imposant, wenn richtig, man davor steht. Sehr imposant, muss man sagen. Hier ist viel Gewächs, was gewachsen ist. Hier ist nass. Wir wollten euch erst die Brücke zeigen und jetzt laufen wir Richtung Altstadt zu Porta Nigra. Porta Nigra ist wirklich toll, Leute. Also das, was wir in den Bildern gesehen haben, da bin ich gespannt drauf. Also weiter geht's. Ja, nun stehen wir hier bei Porta Nigra. Genau, das Wahrzeichen der Stadt. 200 nach Christus erbaut, sagt man. Man schätzt es. Man schätzt es, genau. Und eins der ältesten Gebäude Deutschlands, denkt man. Und das sieht auch wirklich danach aus. Also sehr imposant, oder? Ja, auf jeden Fall. Das war das ehemalige Stadttor von den Römern. Und ja, ist auf jeden Fall noch gut erhalten, würde ich mal sagen. Warum wurde die nicht abgerissen? Du hast da was gelesen eben. Ja, ein Mönch namens Simon hat sich dort eingesiedelt und er ist auch dort begraben worden und man hat es ihm zu verdanken, dass das halt nicht abgerissen worden ist oder keinem Hammer zum Opfer wurde. Ja, meine Lieben, wir sind jetzt hier auf dem Hauptmarkt bzw. Altstadt von Trier und hier gibt es einen großen Platz mit schönen alten Gebäuden hier, teilweise aus dem 16., 17. bis zum 14. Jahrhundert. Trier ist ja auch eins der ältesten Städte Deutschlands übrigens, Leute. Die Römerbrücke habt ihr ja gesehen, älteste Brücke Deutschlands, älteste Stadt Deutschlands, Trier. Also ich muss sagen, das ist schon sehr imposant. Oder Nas, wie gefällt es dir? Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Schöne Architektur. Also ihr Lieben, das ist der Dom und das ist die Liebfrauenkirche. Ach so, okay, also nochmal zum Verständnis. Das ist die Liebfrauenkirche, ja, und direkt daneben ist der Dom von Trier.
Ja, so viel zum Dom von Trier. War schön, war auch schön, aber jetzt nicht die schönste. Wir haben hier schon so viele Kirchen gesehen. Einige, ja. Und die schönste, also die imposanteste jetzt für mich, muss ich sagen, war die Sagrada Familia. Barcelona. Ja, okay. Und ja. Sacré-Cœur fand ich auch sehr, sehr schön. Sacré-Cœur. Wobei, leider waren wir nicht im Vatikan drin. Wir waren zwar in Rom, wir waren auch im Vatikan, aber wir waren nicht innen drin. Das wird wiederholt. Das müssen wir auf jeden Fall noch nachholen. Aber unbedingt, wo du das jetzt erwähnst, also Sacré-Cœur in Paris, ein Traum. Geil, wirklich. Aber Barcelona fand ich Sagrada der Familia. Sagrada der Familia, Leute, für alle, die noch nicht da waren. Also das Teil ist ja noch nicht beendet. Seit 100 Jahren wird das Ding ja gebaut. Und es ist, viele Architekten haben da ihren Zeichen gesetzt. Und wer hat damit angefangen damals? Der Gaudi. Nicht? Gaudi hat damit angefangen und ja. Das Ding ist, man erwartet nicht das. Also so wie es von außen aussieht, hat das innen, da ist so viel Licht, das ist da so schön. Wahnsinn, hell. Muss man auf jeden Fall sehen, sehenswert. Und aber Wahnsinn. Stellt euch schon mal auf ganz viele Touristen ein. Und wenn ihr da sein solltet, kauft die Tickets vorher online. Oh ja. Bloß nicht dort kaufen. Oh ja. Auf keinen Fall. Die Schlange endet nie dort, nämlich nie. Ja. Was macht man bei 29 Grad? Ich habe mir einen Erdbeerbecher geholt und Nas hat sich geholt ein... Ja, auch Erdbeerbecher kann man sagen. Eigentlich Früchtebecher, aber die hatten kein Ananas gehabt. Okay. Also habe ich mir ein paar Eissorten ausgesucht und mir Erdbeeren drauf packen lassen. Ah, da freue ich mich jetzt schon drauf, Leute. Ja, wenn Nas Hunger hat, dann bleibt die Welt stehen, das wisst ihr ja. Für mich gibt es heute Lasagne und Nas hat Hähnchenbrust mit Spaghetti. Und Sahnesoße und Sahnesoße. Lass es dir mal schmecken. Dankeschön. Das sieht auf jeden Fall lecker aus. Das Wetter hat uns leider verlassen. Ja, also die Sonne hat uns verlassen. Wir machen jetzt hier einen Stopp und füllen unsere Mägen und dann geht's Richtung Auto. Also, wir haben ganz schnell bezahlt und jetzt ab zum Auto, denn schaut mal hinter uns. Schaut mal die Wolken, gleich kommt was starkes, nasses runter. Also wenn wir es noch bis zum Auto schaffen, sind wir sehr, sehr glücklich. Wir schaffen es zum Auto. Das sind ungefähr 400 Meter von hier mit Galopp. So, ihr Lieben, in letzter Minute, in der allerletzten Minute haben wir es noch zum Auto geschafft, oder? Ich habe es geschafft, du nicht. Ja, ich bin leider nass geworden. Das sind die Nachteile der Elektromobilität, wenn es anfängt so stark zu regnen und den Kabel abstecken muss, das Kabel abstecken muss, dann dauert es eben länger. Aber was haben wir denn hier jetzt an der Säule bekommen? Wir haben mit 20% angeschlossen und haben jetzt 55%, 231 Kilometer Reichweite. Nach Hause sind es ungefähr 200 Kilometer. Ich glaube, laden müssen wir nicht unterwegs. Ich gebe mal direkt ein, was unser Mach-E sagt. Auf die nächstgelegene Straße fahren. Also, laden müssen wir nicht. Der verkehrsbedingte Zeitverlust beträgt etwa 16 Minuten. Gut, also knapp 200 Kilometer bis nach Hause und 231 Kilometer Reichweite wird uns angezeigt. Je nach Fahrstil und Fahrweise und jetzt hier bei Regen und Nässe kann sein, dass die Reichweite dann vielleicht ein bisschen knapp wird. Aber ich werde nicht laden. Ich mache es spannend, Leute. Wir haben 30 Kilometer Reichweite im Überschuss laut Bordcomputer zum Ziel und ich möchte es einfach drauf ankommen lassen. Und wir schauen. Wir schauen mal. Ansonsten machen wir Hypermiling mit 80 Sachen hinter dem LKW. So. So, schaut mal, da ist ein Riesenrad und Nas hat gesagt, als wir hingefahren sind, dass wir unbedingt da drauf sollten. Aschkem, sollen wir es wagen jetzt bei dem Wetter? Das wird jetzt wohl nichts. Ja, das wird wohl nichts mit dem Riesenrad. Übrigens steht da jetzt leider. Mein Gott, alle Attraktionen, die ich machen möchte, kann ich irgendwie nicht machen. Schuld ist immer das Wetter. Ja, das Wetter ist total miserabel gerade, Leute. Aber nichtsdestotrotz, wir haben hier so ein Glück gehabt, oder? Aber hallo. Wir haben fast 30 Grad gehabt draußen, während wir draußen waren. Wir konnten noch in Ruhe essen. Ja. Und dann, kurz vorm Bezahlen, hat es dann... Ja. Wir haben gesagt, wir möchten jetzt so schnell wie möglich bezahlen und weg. Und weg. Das Restaurant war so voll, es war richtig voll. Was die da jetzt machen, möchte ich nicht wissen. Genau. Und ja, es hat auch wirklich gewartet, bis wir im Auto saßen. Ja. Toll. Wie sieht es denn aus mit Reichweite? Nur noch 20% im Akku, 81 Kilometer Reichweite und bis zum Ziel 54 Kilometer.
Also, wir sind eben an mehreren Ladesäulen vorbeigefahren, an NBW Hypercharger, an Ionity Hypercharger, aber wir möchten mal das Auto austesten, ob denn die Reichweitenanzeige zuverlässig ist. Wie schätzt du das ein, Nass? Wir werden es schaffen. Ja, ne? Ich bin auf jeden positiv Fall. Und das Risiko können wir jetzt mal eingehen. Genau. Wir morgen beide Spätschicht sind nicht allzu weit weg. Falls wir stranden sollten irgendwo. Nein. Alles gut. Wann testen denn nicht jetzt? Genau. 9 Kilometer bis zum Ziel, 10% im Akku und 43 Kilometer Reichweite. Und ich fahre hier mit knapp 130 Sachen, 120 dürfen wir nur. Ja, so wie es aussieht, werden wir das ganz locker schaffen, Leute. Also Reichweitenangst im Mach-E gibt's nicht. Die Reichweitenberechnung der Bordcomputer, die Software, die berechnet das wirklich toll. Also wirklich klasse gemacht. Ich bin immer wieder beeindruckt von dem Mach-E, wie gut er das macht und wie gut er sich doch fahren lässt. Gutes Auto. Gutes Auto. Ja, toll, ehrlich, Leute. Also, eigentlich können wir das Video jetzt hier abschließen, nicht? Ich zeige euch ganz schnell mal unsere Verbrauchswerte. Also, diese Fahrt nicht Bordcomputer, was wir bei Hin- und Rückfahrt alles gemacht haben. Also, 374 Kilometer plus 8 sind 382 Kilometer, die wir heute gemacht haben. Verbrauch von 21 Kilowattstunden durchschnittlich, ja, bei knapp 385 Kilometern und eine Fahrzeit von 4,5 Stunden. Das ist dem Stau geschuldet, was ihr eben gesehen habt. Da haben wir locker 25 Minuten gestanden. Ansonsten, wir sagen herzlichen Dank, Aschke. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Genau. Und wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Richtig. Und wir hoffen, dass wir euch wieder ein bisschen mehr über die E-Mobilität was beibringen konnten und euch ein bisschen die Angst nehmen konnten. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss. Ciao.